Ja. Guten Tag, hallo, hier ist wieder Klaus von der Elterngeneration und wir haben jetzt 16.05 Uhr. Wir haben heute den 2.07.2009. Ich habe gerade einen Spaziergang gemacht von 2 Stunden, von 14 bis 16 Uhr ungefähr und meinen Einkauf damit erledigt. Ja, damit habe ich heute mein Bewegungsziel zum Beispiel teilweise erreicht. Ich habe jetzt mir vorgenommen, ich möchte jetzt den Bewegungsanteil aufstocken. Ich muss 600 bis 800 Kalorien pro Tag verbrennen. Und wenn ich heute noch den Ergometer mache, dann komme ich heute auf 600. Ich habe jetzt für die 2 Stunden so 400 Kalorien gerechnet, weil das war nicht sehr weite Tour. Das war nur so 5 bis 7 Kilometer, aber in der Hitze, in der brütenden, habe ich da sehr lange für gebraucht. Ja, also das geht gut voran und das Laufen ging heute auch gut. Ich bin bis zum Staufenplatz gelaufen und dann wieder zurück. Ja. Also die Idee ist, dass ich eine Kombination mache aus Laufen, also aus Walking und Gehen und Spazieren gehen und aus Ergometer-Training. Und dann möchte ich dann so 4 Stufen realisieren. Stufe 1 30 Minuten, das sind dann nur 200 Kalorien. Stufe 2 400 Kalorien, das sind dann 60 Minuten Ergometer oder eine Stunde, also 6 Kilometer laufen. Und dann gibt es Stufe 3 mit 600 Kalorien und Stufe 4 mit 800 Kalorien. Ja, heute habe ich jetzt mal Stufe 4, Stufe 2, denke mal so 400 Kalorien. Von der Zeit her können das natürlich auch 600 sein, aber ich rechne mal lieber vorsichtiger mit 400. Wenn das 600, wenn bei 2 Stunden, bei ganz langsamem Gehen und 7 Kilometer bei großer Hitze mit 90 Kilo, ja, das könnten auch vielleicht ein paar Kalorien mehr sein. Okay, vielleicht komme ich dann doch auf 500, 600. Egal, ob jetzt 600 oder 400. Jedenfalls bleibe ich mal bei Stufe 2 heute. Und dann kommt noch die Stufe 3 heute, vielleicht mit dem Ergometer. Dann habe ich das Ziel schon mal erreicht. Und zwar nicht 4, aber ich nähere mich an Stufe 4 an. Ja, jeden Tag 2 Stunden raus wäre auch gut. Bei der Hitze vielleicht nicht unbedingt zu empfehlen, aber okay, schauen wir mal. Ja, ansonsten war ich bei der Bank heute, dann war ich einkaufen, wie gesagt, was habe ich gekauft? Erdbeeren, Aprikosen, Heidelbeeren und so weiter, so das Übliche. Und das Beste ist natürlich, dass die Beine, die haben heute nicht mehr geschmerzt beim Gehen. Also wenn ich zum Beispiel in der Wohnung beim Stehen oder beim Gehen Schmerzen habe, waren das beim Gehen jetzt nicht so. Habe ich das nicht gemerkt. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber es war einfach so. Ich sage hier eine rätselhafte Gelenk oder was auch immer, Krankheit. Es sind eigentlich nicht die Gelenke, es sind vielleicht mehr die Gefäße oder die Sehnen. Ja, okay, jetzt haben wir 10 nach 16.10 Uhr. Und ich muss was trinken. Ja, der Mund ist schon ganz feucht, ich komme gleich wieder.
Ja, da bin ich wieder. Also was trinken. Ja, geht es mir doch gleich schon besser. Wie gerade habe ich hier eine Wohnung. Ja, 26 Grad geht eigentlich. 26 Grad ist auszuhalten. Ja, jetzt muss ich mich erstmal hinsetzen, eine kleine Pause machen und dann schauen wir weiter. Okay, Leute, ich sag mal Tschüss und das war's.